Herzlich willkommen zur heutigen Passionsandacht der Jakobus- und der Timotheus-Kirchengemeinde. Wir singen Passionsgeschichten gestellt mit Egli-Figuren von Claudia Kaminski. Sie stehen in der Timotheus-Kirchengemeinde in Osnabrück. Heute hören wir die Geschichte von Judas, der Jesus verrät im Garten Gethsemane. Ich wünsche uns eine gesegnete Andacht. Lasst uns hören auf Worte des 43. Psalms. Schaffe mir Recht, Gott, und führe meine Sache wider das treulose Volk, und errette mich von den falschen und bösen Leuten. Denn du bist der Gott meiner Stärke. Warum hast du mich verstoßen? Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich drängt? Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten, und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung. Dass ich hineingehe zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist, und dass ich dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Amen. Die Sonne steht am Himmel. Es ist ruhig und friedlich im Garten Gethsemane, ganz in der Nähe von Jerusalem. Jesus hat viel gebetet und ist im Gespräch mit seinen Jüngern. Doch die Ruhe wird jäh unterbrochen. Judas taucht auf mit Soldaten und mit dem Hohen Rat. Mit einem Kuss zur Begrüßung verrät er ihnen, wer Jesus ist. Und er übergibt ihn den Soldaten. Sie nehmen Jesus fest und führen ihn ab. Gegenwehr lehnt Jesus ab. Es soll geschehen. Ach Judas, was hast du dir nur dabei gedacht? War er nicht dein Bekannter, dein Freund? Wie konntest du ihn nur so hintergehen? Hintergangen, verkauft und verraten durch einen Kuss. Judas, du Verräter, du Antiheld. Es wäre besser, wenn du nie geboren worden wärst. So hat es Jesus gesagt beim letzten Abendmahl über den, der ihn verrät. Er hat von dir gesprochen. Welchen Weg bist du mit ihm gegangen, der dich bei deiner ersten Begegnung herausgeholt hat aus dem Alltag? Arbeit, Frau, Haus und Kinder, alles hast du hinter dir gelassen. Hat er dir nicht noch mehr gezeigt, während du mit ihm unterwegs warst? Wovon bist du Zeuge gewesen? Du hast seine Reden auf Bergen und Feldern gehört, von einer Zukunft, in der alle Menschen das haben, was sie zum Leben brauchen, weil Gott sie miteinander verbindet. Du hast seine Zeichen gesehen, wie er Farbe und Licht in das Leben von Menschen gebracht hat, Blinde, die sehen, und Menschen, die gelähmt waren und plötzlich wieder aufstehen und gehen konnten. Hat er nicht auch dein Leben wundervoller gemacht? Du warst ein enger Vertrauter von Jesus. Hast du ihm geglaubt? Du hast ihm geglaubt. Und du hast ihm manchmal wieder Worte gegeben. Ging es dir vielleicht um den politischen Umsturz? Um andere Verhältnisse? Bei Maria und Martha hättest du dir gewünscht, dass das Öl, mit dem Jesus gesalbt wurde, verkauft wird und dass man das Geld den Armen gibt.
Hast du manchmal gezweifelt? Was ist dran an diesem Mann, an Jesus, der so viele Menschen bewegt, wenn sie von ihm hören? Hat es sich in deinem Leben nicht so verändert, wie es du dir gewünscht hast? Oder wie er es angekündigt hat? Oder wolltest du deinen eigenen Vorteil schlagen aus der Situation, mit Hilfe von denen, die Jesus tot sehen wollten? Oder war es gar der Teufel, der dich in Besitz genommen hat, dass es letztendlich nicht du selber warst, der ihn verrät und übergibt, sondern eine fremde Macht? Gottes größter Widersacher selbst. Aber wen überzeugt das? Oder war es von vornherein so geplant? Hat er es selbst so gewollt? Jesus musste sterben, damit Gottes Botschaft in ihm Wirklichkeit wird. Einer von euch wird mich verraten. Das hat Jesus gesagt beim letzten Abendmahl. Und du fragtest, mein Herr, bin ich es? Und Jesus hat geantwortet, so ist es. Jesus hat es vorausgesehen. Irgendwann muss ihn einer seiner Jünger übergeben, an seine Gegner. Du musstest es sein. Es wäre besser, wenn der, der ihn verrät, nie geboren worden wäre, das hat er gesagt. Wie schwer muss dieses Schicksal auf dir lasten? Es war Jesu Auftrag und Gottes Wille, dass Jesus seinen Weg so ging, wie er ihn gegangen ist. Jesu Leben und Sterben, das hatte ja ein Ziel. Er wollte den Menschen die Barmherzigkeit, Liebe und die Gnade Gottes näher bringen. Wie groß und wie tief diese göttliche Liebe zu uns ist, das wird letztlich erst an ihrem Gegenteil offenbar. Am Hass, an der Gewalt, am Verrat und am Tod. Daher musste Jesus diesen Weg zu Ende gehen. Er musste unschuldig sterben. Wie eng deine Verbundenheit zu Jesus war, wir werden es nie in Gänze erfahren. Zu stark ist das Bild von dir überzeichnet worden. Und doch scheint auch ein Mensch hindurch, durch die Worte und Erzählungen, ein Mensch, der nicht nur der Verräter war. Hast du ihn letztlich doch geliebt, deinen Freund, deinen Rabbi? Sogar so sehr, dass du für ihn zu dem geworden ist, den alle verachten? Du bist zum Verräter geworden, zum Ausgestoßenen aus seinem engsten Kreis. Zerrissen hat dich die Schuld, du konntest mit ihr nicht weiterleben. Mit einem Mal scheint alles umsonst gewesen. Selbst wenn du deine Tat mit Jesu Einvernehmen als Verbündeter Gottes vollbracht hast, so erscheint sie dir nun sinnlos. In dieser verzweifelten Situation hast du Grund und Boden verloren. Du hast deinen Glauben verloren und deine Hoffnung, die Jesu Botschaft ausgemacht hat. Das, liebe Gemeinde, ist das Verstörende und Erschreckende der Passionsgeschichte. Das Leiden, das hier aufbricht, ist bitter, tragisch, kalt und einsam. Die Passionsgeschichte führt uns die Abgründe vor Augen, in die Menschen geraten können. Auszuhalten ist das nur durch die Perspektive, die mit Jesu Auferstehung in den Blick kommt. Jedes einzelne Leben, das Gelingende und das Scheiternde, das steht nicht nur für sich selbst, sondern ist in einem weiten Horizont gefasst. Im Vertrauen darauf, dass Gott diesen großen Horizont im Blick hat und für jeden von uns wirkt, da können wir hoffen im Tod und über den Tod hinaus. Wir können lieben, auch im Schmerz. Und wir können leben, auch in der Unsicherheit. Gott, gebe uns und Ihnen allen Kraft und Mut, auf seine Zusage zu vertrauen und mit Jesus zu sagen, dein Wille geschehe. Amen.
Lasst uns beten. Das Weizenkorn in der Erde verändert sich und neues Leben keimt auf, grün und voll. Barmherziger Gott, verändere uns durch dein Wort. Wir bitten dich für alle, die es schwer haben in dieser Zeit, für die Müden und Mürben, die Zornigen und Verzweifelten, die Traurigen und Isolierten, die Überlasteten und Erschöpften. Verändere uns durch deine Liebe. Wir danken dir für alles, was unserer Seele hilft, die Momente des Innehaltens, das Geschenk der Gelassenheit, das trostreiche Wort, die überraschende Begegnung und die Musik. Verändere uns durch deine Treue. Wir bitten dich für alle, die es schwer haben in dieser Zeit, die in großer Sorge sind um ihre Gesundheit, um ihren Beruf, um unsere Stadt und um unsere Zukunft. Verändere uns durch deine Zuversicht. Wir danken dir, dass du bei uns bist, mit deinem Wort, das uns ausrichtet, mit deinem Geist, der uns inspiriert, mit deiner Freundlichkeit, die uns freundlich sein lässt. Und gemeinsam beten wir mit den Worten, die wir von Jesus Christus erhalten haben. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gottes Segen begleite euch. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.